Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem bisher größten Projekt. Heute zeige ich euch, wie ich mein neues Schreibtisch-Setup aufgebaut und zusammengestellt habe. Dieses Projekt war sehr kostspielig und aufwendig, deswegen würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Aber nur Schluss mit dem Gelaber. Let the show begin. Staring at you, wish you were trying to do that. So, das ist ja also mein neuer Arbeitsplatz. Aufgebaut ist er, deswegen geht es jetzt um die Details. Erstmal das Wesentliche. Die Tischplatte ist eine 25 mm dicke Buche-Massivholzplatte, welche auf zwei Alex-Schubkästen von Ikea liegt. Kostenpunkt für die Platte 70 Euro. Die beiden Schubkästen 116 Euro. Darauf liegt mein Notebook. Das wäre das Razer Blade Stealth 13 aus dem Jahr 2019. Das Ding hat die bessere Ausstattung mit der Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6 VRAM mit Max-Q Design, 8 GB RAM, 225 GB Speicheranschlüsse, 2 USB Typ C, einer davon ja Thunderbolt, 2x USB 3.0. Jedenfalls wird es genauso geladen wie das MacBook Pro über USB Typ C und das auf jeder Seite. Meiner Meinung nach ist es im Moment eines der besten Ultrabooks, die man im Moment gerade kaufen kann. Neben meinem Notebook auf dem Schreibtisch befindet sich mein Monitor. Ist 29 Zoller 1080p von BenQ, aber nicht so für Gaming geeignet, muss man nicht drüber reden. Davor liegt das Logitech G213 Gaming Keyboard und daneben die Logitech G502 Gaming Maus. Die liegt allerdings auf einem Mauspad aus dem Action. Abgeranzt, zerfranst, absolut scheußlich. Thank you. Um mein Audio kümmert sich das Focusrite Scarlett TUI-2 Third Generation. Es hat eine gute Audioqualität und erledigt seinen Job sehr gut. Hört man ja auch. Daran angeschlossen ist mein Mikrofon das Shure SBM7. Nicht zu verwechseln mit dem Shure SM7B, weil das ist ein gutes Mikrofon, meines nicht. Das wiederum hängt an einem Neuer Studioarm. Noch an meinem Audio-Interface angeschlossen sind meine Kopfhörer. Die sind nichts Besonderes, aber trotzdem wie alles andere in der Videobeschreibung verlinkt. Mein Hauptaudio-Ausgabegerät ist das JVC Surround Sound System. Die Audioqualität reicht für meine Verwendungszwecke aus. Ach ja, und da wäre noch der Subwoofer. So, alle wieder wach? Gut, dann reden wir erstmal ein bisschen über LAN. Unter meinem Tisch hängt ein LAN-Switch, der TP-Link, warte mal ganz kurz. Ah ja, der TP-Link TLSF105D. Eigentlich solche scheiß Namen aus, das gibt's doch nicht. Ist der kleinste, günstigste LAN-Hub, den ich bisher hatte. Könnte eventuell daran liegen, dass mein einziger LAN-Switch ist, den ich jemals hatte. Hier für die Nerds nochmal ein Internet-Speed-Test. Wir kriegen einen 90,7 Download und einen 37,3 Upload. Das ist für Videos ganz okay. Und zu guter Letzt sollte man noch erwähnen, dass ich für meine Kopfhörer auch solche kleinen Audio-Ports an meinen Schreibtisch dran geschraubt habe. Ist nützlich. Auch noch da auf meinem Schreibtisch ist eine PS3, die ich nie benutze. Ja, jetzt Deko-Element und mein Google Home Mini. Und damit würde ich mal sagen, was das für heute mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Produkten, die ich eventuell nicht erwähnt habe, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, habt noch einen schönen Tag. Bis dann und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Ach, wirklich? Das geht doch nicht!
Oh no. Oh no, not again, boys. Not again!